Willkommen zur Episode 128 von Forscum Talks, meinem Videospiele-Podcast. Wir hatten in der letzten Woche wieder eine Pause eingelegt und ich muss mittlerweile ehrlich zugeben, dass ich anfange zu überlegen, ob wir nicht tatsächlich den Podcast nur alle 2 Wochen rausbringen, logischerweise hier und da mit ein paar Ausnahmen, wenn sowas wie E3 auf der anderen Woche liegen würde. Aber insgesamt merke ich halt immer und immer wieder, wenn nicht halt gerade E3 oder ähnliche Events in der Nähe sich befinden, dann wird es sehr, sehr übersichtlich, was man an Nachrichten ernsthaft bringen kann, und mit 2 Wochen hat man vielleicht genug angesammelt, um dann ernsthaft über Sachen sprechen zu können. Ist aber bisher alles wirklich nur erstmal eine Überlegung, und dementsprechend in dem Podcast reden wir wie gewohnt über die Spiele, die ich gespielt habe, sowie die Nachrichten, die in den letzten beiden Wochen angefallen sind. Wir starten Play This Week mit Puzzles & Dragons und One Piece Treasure Cruise. Bei Puzzles & Dragons bin ich weiterhin relativ zufrieden, wie das Ganze aktuell abläuft, einfach weil ich so in einen gewissen Rhythmus reingekommen bin, der funktioniert. Ich kann zwar noch nicht alle Dungeons machen, was mich in gewissen Punkten sehr, sehr aufregt, denn die Dungeons können wirklich sehr, sehr fies sein. Da gibt es wirklich Situationen, wo Monster einen blockieren können. Das heißt also, für gewisse Zeit kann man mit diesem Monster nicht mehr angreifen, und das kann natürlich abhängig von der Monsterformation schon sehr, sehr fies sein. Ich habe nämlich mittlerweile angefangen, ein Feuerdeck aufzubauen. Das heißt also, alle Kreaturen haben mindestens Feuer als Element dabei und haben dann auch Skills, die dann dementsprechend so aushelfen können. Und das ist natürlich dann sehr, sehr fies, wenn die Gegner dann zum Beispiel Firebind machen. Was bedeutet, alle meine Feuerkreaturen werden eingefangen und dann können die auf mich für, was weiß ich, 3, 4, 5 Runden einfach einprügeln, was meistens dazu führt, dass ich einfach verliere. Aber ich bin aktuell trotzdem in einer Situation, die mir gefällt. Ich habe viele Monster, die ich nach und nach hochleveln kann, die ich auch so ein bisschen schon als wichtig oder eventuell in der Zukunft wichtig einstufen kann. Und dementsprechend, das läuft gut, aber es gibt logischerweise immer noch so Sachen, die man besser machen kann oder die besser werden könnten. Bei dem anderen Spiel, One Piece Treasure Cruise, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich das Spiel immer und immer weniger spiele. Und das liegt nicht unbedingt an dem Spiel selbst, sondern an den Limitierungen, die sie aufgrund der Serie haben. Das klingt wirklich doof, denn One Piece ist meines Erachtens der beste Manga aller Zeiten, aber man kann halt nur so viel machen, wenn man sich wirklich Puzzles & Dragons anguckt. Die haben keine Limitierungen, die müssen nicht auf irgendwelche Lore-Sachen achten oder können nicht irgendwelche Charaktere frühzeitig bringen oder falsch präsentieren. Die können machen, was sie wollen. Wenn sie wollen, können sie halt eine komplett neue Monster-Serie rausbringen zu irgendwelchen Göttern. Sie könnten neue Götter rausbringen, die sie bereits rausgebracht haben, nur in komplett anderer Art und Weise. Sie können Collabs machen, das heißt also zum Beispiel zu Final Fantasy, zu Bleach, zu Fist of the North Star und viele anderen Sachen. Ist vollkommen egal, weil es keine Grundlage gibt, die sagt, das ist richtig, das ist falsch, das darf drin sein, das darf nicht drin sein. Und dementsprechend, man hatte super viel Auswahl und ebenfalls, man hat immer das Gefühl, oder zumindest häufig das Gefühl, dass die Monster, die man aus den wichtigen Sachen zieht, also gerade die Godfests, dass es immer Monster sind, wo man sagt, wenn ich da vielleicht noch 1, 2 Monster mehr bekomme, dann könnte ich vielleicht hier eine coole Kombination aufbauen, wo dieses Monster, was ich gerade gezogen habe, auch tatsächlich funktionieren könnte. Bei One Piece, da ist so der Effekt, dass man sagt, oh cool, ich habe den bekommen, hey, den kennt man doch aus dem. Aber wenn man sich dann die Fähigkeiten anguckt, sagt man sich so, aber eigentlich ist das, was ich habe, schon bei Weitem besser und es gibt keinen Grund, ernsthaft ein Team darum zu bauen. Und das ist so wirklich das große Problem. Es gibt zu viele Charaktere, die meines Erachtens nicht wirklich nützlich sind. Oder man zu viele davon sammeln müsste, bevor es wirklich nützlich wird. Und dementsprechend, es gibt auch hier wieder die unterschiedlichsten Klassen, die man haben kann. Also gibt es ja bei Puzzles & Dragons theoretisch auch, dass man ein Gott-Team aufbaut, was ich hier zum Beispiel auch habe. Und das gibt es hier ebenfalls. Und eine Klassenart, Slasher, ist ziemlich stark am Anfang und ziemlich einfach aufzubauen. Was bedeutet, man nimmt sich einfach ein komplettes Team gefüllt mit Slashern, einer wird eine Teamfähigkeit haben, die Slasher nochmal boostet und schon ist man relativ sicher. Und meistens gibt es keinen Grund, irgendwelche andere Teams zu bauen, weil die meistens entweder halt die Karten nicht hast oder man nicht wirklich ein Team aufbauen kann, was das gleiche erfüllt wie das, was man bereits hat. Also mit anderen Worten, das Slasher-Team. Und das ist einfach das große Problem, wenn man dann halt immer wieder sieht, oh, guck mal, 3 Events diese Woche. Keiner dieser Kreaturen kann mir ernsthaft weiterhelfen, außer halt von der grundlegenden Idee, hey, cool, ich habe den bekommen, weil ich den aus der Serie kenne. Und dementsprechend, viele dieser Events mache ich kaum noch. Klar, ich mache sie hier und da, um einfach sie gemacht zu haben, so auf die geringe Chance, dass man vielleicht wirklich dafür belohnt wird mit einer Monsterkarte, beziehungsweise dem Drop davon, aber halt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich ernsthaft das Ganze jeden Tag versuche, einfach um diesen Drop zu bekommen. Ich mache das einmal, kriege meine Belohnung, bin zufrieden,
Aber wirklich darauf zu hoffen, darauf zu grinden, diese Karte zu bekommen, diese Voraussetzung, diese Anforderung habe ich einfach nicht mehr. Und das ist definitiv ein großes Problem. Denn das Lustige ist ja wirklich, ich hatte One Piece für lange Zeit das doch interessante und bessere Spiel angesehen, einfach weil es der Underdog war, weil es wirklich versucht, Sachen zu machen, die das andere Spiel nicht machen muss, wenn man so sehen möchte. Jedoch, und das ist auch lustig jetzt mittlerweile, Puzzles & Dragons hört nicht mehr auf, irgendwelche Events uns gegenzuwerfen und dementsprechend habe ich täglich Sachen zu tun, die ich damals halt bei One Piece hatte, die ich jetzt bei One Piece nicht mehr habe, obwohl Events da sind, einfach weil es keinen Grund gibt, diese zu machen. Dazu gibt es auch eine Sache, die ja passiert ist vor ein paar Wochen, und zwar, dass man richtig gute Kreaturen bekommen konnte auf richtig einfachen Wege, wo ich dann 60 Mal ziehen konnte und extremst viele Kreaturen so bekommen konnte, die ich entweder noch nicht hatte oder schon hatte und dementsprechend boosten konnte. Das ist mittlerweile meines Erachtens ein Problem geworden, denn 60 Mal ziehen ist verdammt viel. Wenn man dann aber halt zu den normalen Gottfesten übergeht und dann halt nur so 2-3 Mal ziehen kann und dann die Belohnungen bei weitem schlechter sind als in diesen 60 Malen, und ich meine wirklich nicht nur durch die Masse, sondern einfach auch durch die Anzahl von guten Pulls, die ich hatte. In den 60 Stück hatte ich vielleicht 10, die schlecht waren. Hier ist es der Fall, wenn ich dreimal ziehe, habe ich das Pech, dass ich vielleicht einen guten bekomme. Und dementsprechend, es war jetzt zum Beispiel heute wieder ein Gottfest dabei gewesen. Und ich habe halt 4-mal ziehen können und alle 4 waren für mich wirklich nicht nützlich. Und das ist dann halt wirklich doof, wenn man sagt, hey, ich konnte jetzt 60 Mal mehr oder weniger kostenlos ziehen, ohne großen Aufwand und hatte richtig gutes Zeug bekommen. Und jetzt hier, wenn man das Spiel so spielt wie eigentlich gewollt, ohne diesen Fehler ausnutzen zu können, dann ist es eigentlich schon nicht mehr allzu interessant, einfach weil man realisiert, wie wenig man wirklich daraus bekommen kann. Und ich denke, das ist ebenfalls ein großes Problem bei diesem Spiel, speziell bei Puzzles & Dragons finde ich persönlich einfach immer noch ein bisschen angenehmer, einfach weil man mehr Kreaturen zur Auswahl hat und meines Erachtens auch gleichzeitig mehr Möglichkeiten hat, Kreaturen zu verbessern. Denn in dem Spiel Puzzles & Dragons jetzt gibt es Möglichkeiten, seine Kreaturen auf die unterschiedlichen Arten und Weisen zu verstärken. Das heißt also, man muss nicht unbedingt die gleiche Kreatur ein zweites Mal bekommen, um sie verstärken zu können. Das ist bei One Piece der Fall und da ist natürlich dann das Problem, dass wenn man eine richtig gute Kreatur hat, gerade so legendäre Kreaturen, die wird man nicht so schnell ein zweites Mal bekommen. Und dementsprechend, die legendären Kreaturen sind zwar sehr, sehr hilfreich, weil sie vom grundlegenden Status her sehr, sehr stark sind, aber sie dann halt nochmal so zu buffen, dass deren Skills schneller aktiviert werden können oder ähnliches, das ist so gut wie kaum möglich. Und das ist bei Puzzles & Dragons einfach besser gelöst, einfach weil es gerade Kreaturen gibt, die man vielleicht nur zu gewissen Zeitpunkten bekommen kann. Aber wenn man sie dann bekommen kann, dann läuft das richtig, richtig gut. Man muss zwar logischerweise auch so seine Zeit investieren, aber es ist ein ganzer Unterschied, ob man jetzt jedes Mal wieder 5 der Gems sammeln muss, um zu hoffen, dass da eine legendäre Kreatur rauskommt, oder ob man halt einen Dungeon in diesem Event-Zeitraum, was vielleicht eine Woche ist, einfach immer und immer wieder versucht. Und dementsprechend, ich kann definitiv mittlerweile sehen, dass selbst dieser Underdog-Effekt einfach nicht mehr funktioniert, wenn das Hauptspiel, das dominierende Spiel, im Endeffekt genau das gleiche macht wie der Underdog. Ich bin aber auch hingegangen und habe mich im App Store etwas umgeguckt und habe nach mehr oder weniger Puzzles & Dragons ähnlichen Spielen geguckt gehabt und habe da ein paar Sachen runtergeladen, habe uns zwar noch nicht alles angespielt, aber so ein paar Sachen kann ich jetzt, denke ich, schon mal ansprechen. Und zwar als allererstes Tower of Savior, das ist so das nächste Spiel, das von vielen empfohlen wird und zumindest außerhalb von Japan scheint das kein Schwein zu spielen und das ist einerseits schade, denn ich denke, es ist gar nicht mal so falsch, jedoch bietet es meines Erachtens nicht irgendein Feature an, das einen wirklich davon bringen würde, Puzzles & Dragons aufzuhören. Der Grafikstil ist meines Erachtens ebenfalls etwas, es sieht nicht schlecht aus, aber es erinnert mich sehr an Final Fantasy, den aktuellen MMORPG, und zwar, es sieht einfach generic aus. Unansprechend, wie andere Spiele ebenfalls. Und ich weiß, das klingt jetzt wirklich fies, aber wenn ich so die Screenshots sehe, wie das UI und ähnliches aussieht und in dem Fall, in dem Spiel, die Monster, da ist nichts dabei, wo man sagen könnte, oh yeah, das sieht richtig cool aus. Das ist ein Typ, der da steht, ein Schwert in der Hand hat. Ganz toll. Wenn man sich wirklich mal von Puzzles & Dragons die Monster anguckt auf den Webseiten, die es gibt, das ist so beeindruckend.
Da ist es richtig cool, wenn man die Karte zieht und sieht, wie viel Detail da reingesetzt worden ist. Tower of Savior bietet zumindest von dem, was ich gesehen habe, das Ganze so überhaupt nicht. Und dementsprechend, ich logge mich zwar immer noch täglich ein, aber ich denke, dass ich das nicht wirklich allzu länger spielen werde. Das nächste Spiel ist Summoner Wars und das Spiel erinnert mich so ein bisschen eher an One Piece Treasure Cruise, einfach weil es eher auf ein Kampfsystem aufgelegt ist, wo man dann halt wirklich mit Skills arbeitet und so sich in 3D-Environments durch Gegner durchprügeln muss. Was mir wirklich interessant aufgefallen ist, dass die Gegner in dem Fall sich sehr stark auf die Elemente konzentrieren. Das heißt also, wenn man eine Feuerkreatur hat, du kannst davon ausgehen, wenn die Gegner Wasserkreaturen haben, dass sie sich sowas von auf die Feuerkreatur konzentrieren, bis das Ding umkippt. Also das fand ich schon gar nicht mal so interessant. Jedoch muss ich ehrlich zugeben, dass mich das bisher auch noch nicht allzu sehr angesprochen hat. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich noch so ein bisschen in dem Tutorial-Bereich bin. Und ebenfalls, dass es zwar so ein Freundesystem gibt, wo man dann halt wirklich auch deren Kreaturen nutzen kann, jedoch muss man, so wie ich das richtig gesehen habe, wirklich erst die Freunde finden und aufnehmen. Also nicht so wie in den anderen beiden Spielen, Puzzles & Dragons und One Piece, wo man einfach Leute vorgeschlagen bekommt, die nutzen kann und dann einladen kann. Also man muss wirklich erst hingehen wie in den alten MMOs, wirklich erst die Leute finden, ansprechen und dann kann man erst ernsthaft was mit denen machen. Das ist okay als System, weil man so ein bisschen eine Community erzeugen kann, aber es ist halt ätzend, wenn man wirklich sagt, oh, ich könnte jetzt einen mehr bekommen, vielleicht einen besseren auch, und man muss erst hingehen, sich irgendwo hinsetzen, irgendwie hoffen, dass irgendeiner einem hilft. Das ist zumindest etwas, was mir persönlich eher missfällt und dementsprechend, keine Ahnung, also ich werde hier definitiv noch ein bisschen weiterspielen, vermutlich nächste Woche oder wann auch immer der Podcast sein möge, dann darüber nochmal berichten, aber bisher ist es etwas, wo ich sage, es ist okay, aber ich denke nicht, dass ich es ernsthaft lange oder zumindest bisher vorstellen könnte, es lange zu spielen. Und zu guter Letzt hatte ich etwas runtergeladen, das aus irgendeinem Grund vorgeschlagen worden ist und ich denke, das liegt eher daran, dass es so ein Match 3 ähnliches Spiel ist und zwar Dungeon Raid, beziehungsweise Dungeon Raid Lite, das ist nämlich die kostenlose Variante und zwar ist es ein Dungeon-Crawler, wenn man es so nennen darf, der sich wirklich sehr simpel auf Match 3 ähnliche Grid-Systeme reduziert. Und zwar kann man das auch so ein bisschen mit 10 Million oder You Must Build a Boat vergleichen, dass man die unterschiedlichen Symbole hat und je nachdem, wie man das kombiniert, bekommt man Plus. Also wenn man Armor macht, hält man ein bisschen mehr aus. Wenn man Schwerter mit Totenköpfen verbindet, kann man, also die Totenköpfe sind in dem Fall die Monster, dann kann man die besiegen. Dann gibt es Heiltränke, Coins und wenn man Coins genug sammelt, kann man Sachen kaufen und man spielt das Spiel im Endeffekt so lange, bis man drauf geht. Also das ist ein netter Time-Waster, wenn man wirklich sagt, ich habe nichts anderes zu spielen, jedoch habe ich Puzzles & Dragons und One Piece Treasure Cruise, die meines Erachtens das besser machen, besser aussehen und mehr Inhalte bieten für ebenfalls kostenlos und dementsprechend, ich spiele lieber die Sachen, wo ich weiß, ich habe so ein bisschen ein Progression-System dahinter, als im Endeffekt ein Minispiel ohne ernsthafte Belohnung und dementsprechend Dungeon Raid Lite war lustig für die zwei, die ich gespielt habe, aber ich sehe null Grund, das weiterzuspielen. In dieser Woche habe ich mir das andere Spiel von Edmund Macmillan angeguckt und zwar ist es der Macher von The Binding of Isaac und man realisiert wirklich super, super, duper schnell, dass Fingered tatsächlich von dem Macher von The Binding of Isaac gemacht worden ist, einfach weil der Grafikstil so komplett Banane ist. Wenn man sich anguckt, was man in dem Spiel machen muss, dann realisiert man auch da, dass das Ganze super, duper Banane ist und zwar, man muss realisieren, wer der Bösewicht ist, um ihn dann auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Ich hatte jetzt ein paar Versuche da reingesteckt gehabt, es waren zwar nur 30 Minuten, jedoch habe ich so viele Versuche angesetzt gehabt, habe nach einer Weile mir sogar einen Guide rausgesucht, um das eventuell besser anzustellen, jedoch keine Ahnung, ob das wirklich daran liegt, ob ich zu dumm dafür bin, aber ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. Und zwar, der Witz ist natürlich, man hat eine große Reihe an Kriminellen und ein Augenzeuge und der Augenzeuge gibt einem Hinweise. Hey, ich glaube, der war sehr groß. Ich weiß, dass er weiß war. Und so weiter und so fort. Und man muss anhand der Tipps realisieren, wer das ist. Und das große Problem bei dem Spiel ist tatsächlich, denke ich, der Grafikstil. Und zwar der Grafikstil und die Charaktere, die man da zu sehen bekommt, sind nicht wirklich ansehnlich. Und dementsprechend, wenn da heißt, hey, der Typ sieht gut aus, man guckt sich die Typen an, die sehen alle aus wie Arsch, dann ist es wirklich schwer herauszufinden, wer davon der Richtige ist. Dazu hat man pro Level andere Augenzeugen und die haben alle ihre unterschiedlichen Charakteristiken. Das heißt also, wo der erste Typ alles noch immer richtig gesagt hat, gibt es Leute, die irgendwann anfangen zu raten.
zu lügen, das Gegenteil behaupten, rassistisch sind und man so halt wirklich genau gucken muss, genau überlegen muss und selbst dann habe ich es bisher nicht wirklich weit geschafft und es ist ein cooles Spiel, ich finde die Idee sogar trotz makaberem Design sehr, sehr cool, aber ich krieg's einfach nicht gebacken und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dazu allzu viel mehr spielen werde, einfach weil ich realisiere, dass ich mehr oder weniger immer an den gleichen Stellen scheitere und man nicht so häufig neu versuchen kann, bis das Ganze einfach fehlschlägt. Und zu guter Letzt habe ich bei Craft the World die allererste Welt abgeschlossen gehabt und das ist tatsächlich möglich. Und zwar in der jeweiligen Map gibt es 5 Guardians, die man finden und besiegen muss. Jeder dieser Guardians droppt ein Recipe zu einem Teil des Portals, das man aufbauen muss. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass die Portale von der Idee her relativ simpel aufgebaut werden können. Jedoch kann man es im Vornherein nicht selber zusammenbauen. Das kann man A so nicht machen, also wenn man halt weiß, was man braucht, kann man es so erstmal noch nicht machen, aber selbst dann bei den Portalen ist es der Fall, dass die Sachen so immer ein bisschen zufällig sind, wo man das Ganze anordnen muss, also ein bisschen wie bei Minecraft, man hat ein 3x3 Crafting Window, wo man die ganzen Sachen anbringen muss und bei diesen Sachen ist es immer zu einem gewissen Grad zufällig und ich habe auf jeden Fall das Ganze zusammengebaut gehabt, habe die alle umgenäht gehabt und bin dann in die zweite Welt übergegangen. Oh boy. Also die erste Welt war angeblich auf einfach eingestellt und ich fand's zu schwer. Die zweite Welt ist auf medium eingestellt und die Sache wird nur noch knackiger. Und zwar in der ersten Welt war es so, dass man alle 45 Minuten von einer Monsterwelle angegriffen worden ist, die ungefähr 30 Monster beinhaltet. Und mit jeder weiteren Welle wurden die Gegner stärker, es wurden mehr Portale geöffnet und es wurde immer schwerer und schwerer. Das Lustige war jedoch nur, dass sich die Gegner immer am Terrain aufgehangen hatten, was bedeutet, sie sind nicht wirklich auf meine Basis zugelaufen und dementsprechend hatte ich einfach nur die Nacht abwarten müssen und am Tag gehen die dann immer automatisch drauf. Dann, wie man schon so ein bisschen jetzt da erahnen konnte, in der Nacht allgemein gibt es immer hier und da ein paar Monster, die spawnen können, aber bei weitem nicht so schlimm. Und was es ebenfalls gab, außerhalb von Gegnern, die sich im Untergrund verbürgen, ist, dass es Goblins gibt, die sich irgendwo eine Basis gebaut haben und dann einen so nach und nach angreifen. Jedoch war das Ganze relativ selten. Ich hatte vielleicht in den 12 Stunden, die ich für diese Map gebraucht hatte, 3, 4, vielleicht 5 Goblin-Angriffe gehabt und die waren halt übersichtlich. Das war nicht schwer, die hatten ihre Basis irgendwo an einem relativ abgelegenen Punkt und haben vielleicht mit ihren 10 Leuten, die sie hatten, einen Angriff gemacht, sind dann schnell draufgegangen an den Pfeilen, die ich für die Portale bereits aufgebaut hatten und dann hat man deren Basis umgehauen und das war's. In der zweiten Welt ist es eine Schneewelt diesmal und das bedeutet, dass Schnee konstant fällt, was bedeutet, neue Blöcke werden immer erzeugt und das bedeutet, man müsste die theoretisch abarbeiten oder die müssten da drüber hüpfen, was zum Teil auch ein Problem ist, aber die Gegner sind bei weitem mehr. Die Welle, also diese Monsterportale, die erzeugt werden, sind glaube ich von Anfang an größer. Es gibt Yetis, die konstant spawnen, auch am Tag und das sind relativ starke Kreaturen und es gibt diesmal so, das ist jetzt lustig, denn es gibt Yetis, die spawnen und dann gibt es so Art Yeti-Menschen. Das sind bei weitem kleinere Viecher und die ersetzen mehr oder weniger die Goblins aus der ersten Welt. Jedoch reden wir hier von, wo die Goblins, sagen wir mal, so 10 Leute waren, sind das da so 30 bis 40 Yetis. Und es ist wirklich schwer, wenn die neben einem mehr oder weniger spawnen und einen angreifen. Es ist wirklich schwer, sich da zu wehren, denn man startet wieder von Null. Das heißt also, ein Level hat man hat einen Zwerg, man hat keine Basis, man hat keine Möglichkeit, irgendwie sich zu verstecken, irgendwie Fallen aufzubauen. Es gibt keine Möglichkeiten, sich schlafen zu legen, um HP zu regenerieren. Es gibt keine Möglichkeiten, wirklich Essen zu bauen, beziehungsweise Essen zu kochen, um sie dann irgendwo abzulegen, damit sie das essen können, um ihren Hunger zu stillen. Und man hat super einfach das Problem, dass man in die Gefahr läuft, einfach das Ganze zu verlieren und dementsprechend, es läuft aktuell einfach nicht wirklich gut mit diesem zweiten Versuch, einfach weil es zu schwer ist und das ist wirklich lustig, es gibt eine ganz, ganz große Mod, die Sachen anpasst und mit anpassen meine ich wirklich einfacher macht und das ist wirklich lustig zu sehen, wenn man nämlich andere Spiele sich anguckt, gibt es unendlich viele Mods, die versuchen das Spiel schwerer zu machen und dieses Spiel hat Mods, die das Ganze einfacher macht, dass die Wellen bei weitem seltener passieren, dass die Gegner schwächer sind, dass Sachen regeneriert werden können und es ist wirklich wichtig, dass Sachen regeneriert werden können, denn man hat, wie gesagt, diese Welt vor sich, man kann sie abarbeiten und logischerweise, umso mehr man abarbeitet, umso weniger hat man. Und dadurch, dass man aber konstant immer angegriffen wird und konstant Materialien braucht, um die Fallen wieder zu bauen und aufzulegen,
Man braucht irgendwo Materialien und diese Mod macht es meines Erachtens genau richtig, dass es halt über gewisse Arten und Weisen Möglichkeiten gibt, diese wiederzubekommen. Und dementsprechend werde ich vermutlich tatsächlich hingehen, die Mod installieren und diese zweite Welt dann erneut starten, einfach um das Ganze doch ein bisschen fairer und angenehmer spielen zu können. Wir gehen über zu den Videos, die ich in den letzten beiden Wochen hochgeladen habe und wir starten mit meinen Ersteindrücken zu Roguelands und Paper Train Traffic. Roguelands, wenn man sich so die ersten Screenshots anguckt, sah es aus wie ein Spiel, das mir gefallen könnte. So von der kompletten Idee, von dem Aufbau. Aber wenn man das Ganze dann wirklich spielt, realisiert man relativ schnell, dass die Idee von einem RPG, wo man wirklich seine Charaktere hochlevelt, Items bekommt, Items craftet, nicht funktioniert, wenn man mit einem Roguelike-System alles wieder verlieren kann. Und es macht meines Erachtens so überhaupt keinen Spaß, alles immer und immer und immer wieder neu spielen zu müssen, nur weil man einmal draufgegangen ist. Und man kann so super einfach draufgehen und dementsprechend irgendein super duper Schwert zu craften, an irgendeiner Ecke hängen zu bleiben, dreimal auf einmal getroffen zu werden und sofort wieder drauf zu gehen, nur um dann das Schwert, das man gerade gecraftet hat, wieder zu verlieren, geht so überhaupt nicht in Ordnung. Und keine Ahnung, also ich könnte mich nicht hinsetzen und immer und immer und immer wieder das Ganze machen. Und klar könnte man jetzt sagen, hey, das ist doch die Idee von Roguelikes, warum spielst du dann The Binding of Isaac? Bei The Binding of Isaac ist es aber wiederum anders, weil ich halt Sachen einfach bekomme. Ich spiele das Ganze durch, komme zu dem Room, bekomme irgendeinen Gegenstand zugeworfen und damit muss ich arbeiten. Hier ist der Fall, dass ich das Item sammeln muss. Muss Gegnern ausweichen, kriegt Level-Ups, kann dann vielleicht irgendwann mal was craften, nur um das Ganze dann wieder zu verlieren. Und das ist einfach zu viel Aufwand für etwas, was zu einfach wieder verloren gehen kann. Und dementsprechend, das ist ein Spiel, das ich mir besser vorgestellt habe und dann doch sehr enttäuscht worden bin. Das andere Spiel, Paper Train Traffic, gefällt mir vor dem Grafikstil ebenfalls sehr, sehr gut, weil man wirklich das Gefühl hat, dass es alles auf einem simplen Papier gezeichnet worden ist und das ist ein Grafikstil, den man, denke ich, bisher so überhaupt noch nicht wirklich gesehen hat, zumindest nicht in dieser Art und Weise. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Gameplay ist, denke ich, auch sehr interessant. Das ist das übliche Mobile-Sterne-System, wo man halt bewertet wird, wie man sich angestellt hat und man dementsprechend aufgefordert wird, die Level immer und immer wieder spielen zu müssen, wenn man halt 3 Sterne bekommen möchte. Was jedoch überraschend ist, ist der Schwierigkeitsgrad, und zwar, dass er wirklich von Anfang an knackig ist. Und das ist einerseits für Leute, die es mögen, ganz gut, für andererseits jedoch ein Ticken vielleicht zu schnell, denn wenn man sich wirklich andere Spiele anguckt, da ist so, hey, die ersten paar Level, wo gerade noch Tutorial ist oder allgemein Eingewöhnungsphase, da ist noch ein bisschen angenehmer. Aber hier ist der Fall, wenn du von Anfang an nicht die Turbo-Taste gedrückt hältst, dann kriegt man nicht mehr als 1 Stern. Und ich denke, es geht in Ordnung, dass der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, aber mir missfällt, dass der Schwierigkeitsgrad an der Turbo-Taste gemessen wird. Dass man nicht diese Turbo-Taste nutzen kann, um etwas zu überspringen, was man bereits kennt, sondern dass die Zeit wirklich daran gemessen worden ist, wie schnell man die ganze Sache im Turbo-Modus umgesetzt hat. Und das persönlich missfällt mir einfach, weil man sich immer gezwungen fühlt, das Ganze schnell zu machen. Weil, wie gesagt, wenn man halt das Ganze perfekt hinlegen will, dann muss man diese Taste drücken. Und das missfällt mir einfach. Und dementsprechend, der Schwierigkeitsgrad ist für meinen Geschmack ein Ticken zu stark. Einfach weil es scheinbar gefühlt mindestens 100 Levels gibt und wir haben in dem Video Level 16 erreicht und es wurde schon relativ heftig und hektisch. Und das ist ein Spiel, was ich gerne weitergespielt hätte, denn der Grafikstil gefällt mir richtig gut. Jedoch so wie das Spiel vom System aufgebaut ist, klar, man könnte sagen, wen interessiert die, wie die Sterne da aufgebaut sind, aber das ist immer so neben Aspekt für mich immer gewesen, dass man doch sagt, okay, ich versuche zwar mein Bestes, das wird zwar nicht immer mit 3 Sternen belohnt, aber vielleicht hier und da, weil ich mich ein bisschen cleverer anstelle, habe ich die Chance, 3 Sterne zu erreichen. Wo man aber hier jetzt gezwungen wird, konstant die Leertaste zu drücken, um das Ganze schneller ablaufen zu lassen, um das Ganze so zu erreichen, das ist einfach nicht meins. Und das ist wirklich schade, denn der Grafikstil und auch die Spielidee gefallen mir sehr, sehr gut. Das neue Let's Play, das wir jetzt nach Unepic gestartet hatten, ist Oceanhorn Monsters of Uncharted Seas und es ist wirklich ein Zelda-Klon. Und es gibt definitiv so ein paar Sachen, die ganz gut umgesetzt worden sind, aber ich denke, dass es hier und da dann doch seine, nennen wir es Indie-Schwächen hat, wo man wirklich nicht alles so hundertprozentig perfekt umsetzen kann, einfach vielleicht, weil das Geld so nicht da war. Ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, wie das Ganze weitergeht, denn von dem, was wir bisher gesehen haben, ist es dann doch durchaus charmant. Dann bei The Sims 4 arbeiten wir immer noch so ein bisschen an unserem neuen Haus und an der Familie, die wieder mal ein bisschen größer geworden ist, mit Jack Valentine. Das war durchaus interessant, wie das Kind einfach nicht rauskommen wollte und dann erst wirklich
geboren worden ist, als wir mit Genevieve wieder nach Hause gegangen sind. Ich muss auf jeden Fall noch hingehen und muss das Zimmer von ihm ausbauen. Wir haben uns ja darauf, also ich habe mich dafür entschieden gehabt, dass wir einen so eher sportlichen Zimmer daraus machen. Was bedeutet, er würde da so ein paar Vorteile schon bekommen, damit er so ein bisschen mehr Sport machen kann. Und natürlich auch, und das gilt für die anderen Kinder ebenfalls, deren Child Aspirations bearbeiten. Das bedeutet also sowas wie von den Eltern vorlesen lassen, Sport machen, gewisse Sachen zeichnen. Also die ganzen Sachen, die wir schon so ein bisschen angefangen hatten und noch nicht aber fertig gemacht haben. Das wird so ein bisschen der Fokus für die nächsten Teile sein, sowie logischerweise in dem zweiten Stockwerk so die Sachen noch ein bisschen weiter ausbauen. Da gibt es noch so ein paar Punkte, die noch ein bisschen nackig sind, aber es liegt einfach daran, dass uns ein bisschen das Geld fehlt. Bei Overwatch haben wir jetzt alle Charaktere vorgestellt gehabt und können dementsprechend jetzt zur nächsten Sache übergehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich logischerweise ganz kurz nochmal auf die Charaktere eingehen, die wir jetzt in dem letzten Bereich hatten, und zwar die Supporter. Und wir haben uns alle jetzt das Lucio vorgestellt gehabt und dieser Charakter gefällt mir richtig gut, denn er hat ein sehr interessantes Kit. Er kann heilen, kann aber halt auch andere Supports geben, bedeutet also in dem Fall, dass er einen Speedboost geben kann. Und der Speedboost ist gar nicht mal so falsch, obwohl ich ehrlich gesagt es nicht leiden kann, wenn jemand im Kampf auf den Speedboost wechselt. Denn wenn man dann von diesem Speedboost getroffen wird, dann wird man so extremst aus dem Rhythmus geworfen, wenn man gerade so snipern muss oder was auch immer und dann auf einmal schneller läuft als gewohnt. Das ist eigentlich nur vom Nachteil. Aber ansonsten ist ein Held, der richtig gut gefällt und auch die Ultimate ist richtig gut und kann wirklich in gewissen Situationen lebensrettend sein. Mercy ist der nächste Charakter. Sie ist meines Erachtens vielleicht ein Ticken zu sehr auf Heilen konzentriert, aber dafür macht sie ihren Job natürlich richtig, richtig gut. Aber ich denke, es ist wirklich gut gewesen, dass sie jetzt auch mit dem letzten größeren Patch ihre Ultimate nochmal ein bisschen angesprochen haben. Und zwar, dass sie die Kosten erhöht haben, wenn man wirklich sich die Mercys in der Vergangenheit angeguckt hat. Die konnten wirklich alle 30 Sekunden Leute wiederbeleben und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so schlimm. Gleichzeitig haben sie aber auch so ein bisschen die Ultimate gebufft gehabt. Das bedeutet also, man kann während der Ultimate-Auslösung sich bewegen und man kann auch bei Weitem schneller aus dieser Sache wieder flüchten. Man heißt also, man geht nicht sofort drauf, nur weil man seine Ultimate eingesetzt hat, was zumindest bisher in der Vergangenheit häufig der Fall war. Symmetra muss meines Erachtens komplett neu designt werden, denn es ist ein Held, der so überhaupt nicht funktioniert. Er ist in erster Linie nur in der Verteidigung spielbar und selbst dort nur sehr, sehr limitiert. Wenn man diese Person im Angriff sieht, ja, ihre Hauptwaffe, ihr Hauptangriff ist gar nicht mal so schwach, aber die grundlegende Idee ist es, die Sentries zu nutzen und so halt in Kombination mit der Hauptwaffe ernsthaften Schaden anzurichten, beziehungsweise mit den Mitspielern. Das Problem ist logischerweise, diese Sentries sind stationär und wenn man dann als Angreifer ganz speziell, sagen wir mal, die irgendwo hin platziert, warum sollte man die irgendwo hin platzieren? Denn die Verteidiger sollten nicht zu den Angreifern hinlaufen, sondern umgekehrt. Dann, wenn man in der Verteidigung ist, ja, man kann sie irgendwo hin positionieren, jedoch gehen die A super schnell drauf, sind B alleine oder selbst wenn man sie gebündelt einsetzt, meistens nicht sonderlich gut, sind leicht zu zerstören und wenn man dann die erstmal zerstört hat, ist Symmetra für lange Zeit nutzlos, weil sie die erstmal wieder aufladen muss, bevor sie sie tatsächlich wieder bauen kann. Ihre Ultimate ist zwar im Vergleich zum Engineer aus Team Fortress 2 ein bisschen heftig, ein simpler Teleporter, aber der Teleporter gefällt mir so von der Idee gar nicht mal so falsch, dass man relativ schnell von A nach B kommen kann. Jedoch mussten sie aus irgendeinem Grund hingehen und diesen Teleporter nerfen, dass man jetzt nur noch 6 Charges hat und wenn die aufgebraucht worden sind, dann wird der Teleporter automatisch zerstört. Und das hat mehrere logischerweise Probleme, denn man nutzt das Ganze relativ schnell auf, das heißt, das Ganze wird relativ schnell zerstört. Dann ist es ebenfalls sehr, sehr simpel, den Teleporter allgemein zu zerstören. Das heißt also, der Ultimate kann zum Teil auch verschwendet werden. Und logischerweise, umso mehr Punkte die Gegner einnehmen, umso nutzloser wird der Teleporter. Logischerweise, wenn man vom Spawn bis zum allerersten Capture Point gehen kann, das ist meistens relativ viel. Wenn man aber dann wirklich nur, sagen wir mal, 2 Capture Points hat, der erste eingenommen wird und der zweite Capture Point genau neben dem Spawn steht, dann gibt es meistens keinen Grund, den Teleporter und dementsprechend Symmetra weiterhin zu haben. Und dementsprechend, man nutzt Symmetra meistens nur in der Verteidigung für den allerersten Punkt. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man meistens wechseln. Und manche Leute sagen, das geht in Ordnung. Wenn ich mir aber ansehe, was andere Helden, wie häufig die gespielt werden, egal ob erster Punkt eingenommen, egal ob zweiter Punkt eingenommen, egal ob im Angriff oder in der Verteidigung, die Charaktere werden gespielt und funktionieren zu einem gewissen Grad,
dann muss meines Erachtens bei Symmetra was gemacht werden, denn sie ist einfach vollkommen interessant, wenn man sich wirklich auch so ein bisschen die E-Sportler des Meta ein bisschen von denen anguckt. Man sieht, kein Schwein nimmt es Symmetra und es gibt auch wirklich keinen Grund, Symmetra zu wählen. Zenyatta geht meines Erachtens mittlerweile in Ordnung, dank des Buffs, den er bekommen hat. Er hält jetzt ein bisschen mehr aus, aber er ist meines Erachtens immer noch ein Held, der sehr riskant ist. Einfach weil man konstant bei seinen Mitspielern bleiben muss, der Healing Orb nicht unbedingt viel heilt. Eher so wirklich für die kleineren Squishy-Charaktere gedacht, die so schneller geheilt werden können, anstatt den Tanks. Und gleichzeitig ist eigentlich schon fast ein Muss, dass man mit dem Discord Orb auf die Gegner losgeht, einfach weil man wirklich mehr Schaden so anrichten kann. Was aber auch gleichzeitig wieder bedeutet, man muss Line of Sight mit den Gegnern konstant haben, was natürlich auch wiederum bedeutet, dass man stets einer Gefahr ausgesetzt ist. Die Ultimate hat einen netten Buff bekommen, aber ich denke weiterhin, dass die Ultimate nicht der große Bringer ist, denn die Gegner werden dadurch nicht unverwundbar, was ich denke ich gut ist, aber auch gleichzeitig bedeutet das dementsprechend, dass wenn gegnerischer Genji mit seiner Ultimate kommt, dann könnten die trotzdem aus der Ultimate umgenietet werden, mit Ausnahme logischerweise von Zenyatta. Seine Angriffsfähigkeiten sind gar nicht mal falsch, jedoch denke ich auch hier muss man erstmal so ein bisschen damit zurechtkommen, denn die Projektile, die er verschießt, sind nicht Hitscan, das heißt, man muss tatsächlich so ein bisschen vorausahnen, schießen und das ist in vieler Hinsicht ebenfalls nicht selbstverständlich. Also, ich denke, das ist ein Held, der mittlerweile gut spielbar ist, jedoch muss man erstmal so ein bisschen mit ihm reinkommen. Und zu guter Letzt, der neueste Hero, Ana, ist ein Charakter, der mir ebenfalls sehr gut gefällt, mit der Idee, dass man wirklich ein Sniper ist, der auf Gegner schießen kann, aber halt auch seine Mitglieder ebenfalls und sie so heilen kann. Ebenfalls denke ich, dass die Granate von der Idee sehr, sehr cool ist, ebenfalls als Heilgranate zu nutzen für seine Mitspieler oder als Damage und auch Debuff-Möglichkeiten für die Gegner. Der Debuff ist wirklich fies, dass die Spieler sich für eine gewisse Zeit nicht heilen können. Das heißt also, durch eigene Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Soul Globes vom Reaper oder die Healing Station vom Soldier 76, sowie logischerweise von anderen Supportern, die versuchen, diese Charaktere zu heilen. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Was mir persönlich nur missfällt, ist, die Ultimate ist ein Ticken zu stark, gerade wenn man Charaktere wie Reinhardt hat oder einen fähigen Genji. Wenn die dann auf einmal noch dann diesen Boost bekommen, dann können die einfach alles und jeden zerstören. Und da würde ich persönlich mir einfach nur wünschen, dass man das Ganze ein Ticken reduziert. Also nicht komplett nerfen, sondern vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, dass man nicht das Gefühl hat, dass jedes Mal, wenn Reinhardt diesen Nano-Buff bekommt, dass er alles alleine machen kann. Das persönlich finde ich immer ein bisschen heftig, denn in den meisten Fällen, wenn man so eine Ana als Gegner hat, will man meistens immer auch eine haben, einfach um das so ein bisschen countern zu können. Aber der wichtigste Punkt ist ihre Heilfähigkeit und da war es auch, denke ich, nochmal ganz, ganz wichtig, dass sie mit diesem Mini-Patch das Ganze nochmal ein bisschen verbessert haben, einfach weil es für sie doch relativ schwer sein kann, Leute zu treffen, weil sie halt sich bewegen, was zum Teil nicht immer nachvollziehbar ist, oder so durch die Gegend hüpfen wie ein Durchgeknallter und es so noch schwerer wird, den ernsthaften Healing zu geben und dementsprechend, ich denke, das ist eine gute Alternative, wenn man so halbwegs clever zusammenspielt, beziehungsweise der Sniper-Healer ganz gut zielen kann, dann kann es funktionieren, jedoch bleibe ich dabei, dass man mit Lucio und Mercy weiterhin Charaktere hat, die sicherer und vor allem vermutlich auch mehr heilen können und dementsprechend ist es eine gute Alternative, aber nicht unbedingt eine, wo man sagt, das sollte der Main-Healer in der Zukunft sein. Und zu guter Letzt haben wir bei South Park, The Stick of Truth, das Ende erreicht gehabt und ich muss wirklich sagen, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Man hat wirklich das Gefühl bekommen, man guckt mehrere South Park Episoden hintereinander, man hat wirklich viele Sachen gesehen, die man eventuell schon aus den Serien kannte und ich bin dementsprechend auch hingegangen, gerade weil mir so gewisse Sachen nicht bekannt waren. Ich habe so in der Vergangenheit so ein paar Sachen geguckt, aber gerade so den Übergang von Kenny zu Butters als neuen Buddy, das war mir noch nicht so wirklich bekannt und ich fand es interessant zu sehen, wie im Spiel immer so ein paar Sachen angedeutet worden sind, wie er so von den anderen so ein bisschen geärgert worden ist. Man denkt sich, ja okay, hier und da so ein bisschen Ärger, aber South Park wäre nicht South Park, wenn Ärger bei weitem schlimmer wäre und holy shit, Butters wird ja in jede Sache reingezogen und ist am Ende derjenige, der aus irgendeinem Grund daran schuld ist. Also ich finde es wirklich interessant zu sehen, was in diesen paar Episoden, die ich gesehen habe, er da wirklich für Probleme bekommen hat und ja, ich werde definitiv hingehen, mehr Episoden von South Park gucken und mich sehr darauf freuen und hoffen natürlich auch, dass der nächste Teil genauso gut sein wird wie der Vorgänger.
Nach dem Ende von South Park haben wir jetzt bereits ein neues Let's Play gestartet gehabt, und zwar RimWorld, ein meines Erachtens durchaus sehr cooles Spiel, ist zwar noch im Early Access, aber das, was man hier schon bekommen kann, ist richtig, richtig gut. Ich habe zwar hier und da schon ein paar Videos gesehen gehabt, aber meines Erachtens bin ich dann doch relativ blind in die Sache reingegangen, habe aber meines Erachtens trotzdem einen Start hingelegt, der in Ordnung geht. Logischerweise gibt es Sachen, die noch zu verbessern sind, und das werde ich dann auch gleich in Angriff nehmen, wenn ich diesen Podcast beendet habe, aber bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Wir kommen damit zum Ende von Play This Week und gehen über zu den News und starten mit Ubisoft. Und zwar bieten die das neueste Trials-Spiel namens Trials of the Blood Dragon kostenlos an für diejenigen, die die Demo in weniger als 15 Leben schaffen. Das ist meines Erachtens ein sehr cooler PR-Move, denn es wird viele Leute geben, die den Ehrgeiz haben, das zumindest zu versuchen. Und von dem, was ich mitbekommen habe, ist Trials und ganz speziell auch der neueste Teil wieder richtig, richtig knackig. Jedoch gleichzeitig gab es Berichte, dass die größte Herausforderung eher daran lag, dass die Server nicht funktioniert hatten. Und das ist dann natürlich schon bitterbös. Man schafft es vielleicht in 14 Leben gerade so durchzuspielen und dann sagt der Server auf einmal, nope, funktioniert nicht, tut mir leid, Badge. Das ist natürlich extremst doof, aber ich denke, so von der grundlegenden Idee ist es ein sehr cooler Move und dementsprechend, zumindest von der grundlegenden Idee, kann man da den Daumen hoch geben. Für alle Leute, die es immer noch nicht glauben, gibt es jetzt eine weitere Bestätigung, und zwar No Man's Sky, ein Singleplayer-Spiel, wird kein PlayStation Plus benötigen. Dieses Spiel bzw. deren Community beeindruckt mich jeden Tag erneut, einfach weil man immer wieder sieht, wie die Leute missinformiert sind. Und das Lustige ist, dass ich mittlerweile auch anfange daran zu zweifeln, wie dieses Spiel ernsthaft funktionieren wird, was definitiv ein schlechtes Anzeichen ist für den Publisher bzw. Entwickler, wenn die Leute, die Kunden, nicht wissen, was sie mit diesem Produkt bekommen. Und zwar, das Spiel ist kein Multiplayer-Spiel, es ist also nicht ein MMORPG oder ein Online-Spiel, wo man sich auf irgendeinen Server trifft, sondern es ist angeblich ein Singleplayer-Spiel mit der angeblichen Aussage, dass man, wenn man es tatsächlich schafft, bei diesen 50 Billionen Planeten einzufinden, dann soll es angeblich möglich sein, dass der Singleplayer zum Multiplayer wechselt und man tatsächlich auf diese Person treffen kann. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dieser Aussage traue ich so überhaupt nicht. Ich denke, das ist wirklich ein reines Singleplayer-Spiel mit einem Online-Komponenten, und zwar, wenn man Planeten antrifft und Tiere antrifft, dass man die umbenennen kann, die dann wiederum in deren Online-Server gespeichert werden, und wenn man dann einen Planeten antrifft, der bereits umbenannt worden ist, dann kann man diese Namen einblicken. Mehr kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen. Was wäre eine Episode ohne Nintendo? Und zwar berichten die, dass es erneut einen Verlust im letzten Quartal gab und haben ebenfalls angekündigt, dass Pokémon Go Plus verschoben worden ist. Oh mein Gott, was? Trotz Pokémon Go sind die immer noch im Miesen machen? Oh mein Gott, Nintendo ist doomed. Wenn die Leute dann so ein bisschen aufpassen würden und nachgucken würden, dass das letzte Quartal nicht Pokémon Go mit einbeziehen kann, einfach weil das Spiel, und das ist natürlich in Anführungszeichen, erst einen Monat später erschienen ist und das Quartalsende nun mal im Juni war. Dazu muss man aber auch gleichzeitig anmerken, dass sie so ein bisschen schon hervorgehoben hatten, dass Pokémon Go denen nicht allzu viel Geld einspielt, einfach weil die Pokémon Company, Niantic und die App Stores einen sehr großen Cut von diesem Spiel einnehmen. Bezüglich der zweiten Aussage, dass Pokémon Go Plus auf den September verschoben worden ist, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich Pokémon Go Plus als ziemliche Frechheit ansehe. Und zwar, ich denke, die meisten Leute haben so ein bisschen mitbekommen, was Pokémon Go ist. Es ist ein Augmented Reality Game, was bedeutet, man kann mit seinem Phone durch die Gegend laufen und das Spiel hebt einem hervor, oder die App, wo Pokémon sind. Man kann da hingehen und kann die einfangen. Relativ simpel in der Idee. Jedoch gibt es ein großes Problem, abgesehen davon, dass es extrem viel Batterie frisst. Es ist eine App, die man stets aktiv am Start haben muss. Das heißt also, man kann nicht auf Standby gehen und das Spiel meldet sich dann, hey, hier ist ein Bisasam, das man fangen kann oder ähnliches. Nein, man muss wirklich konstant gucken, wo sind welche. Und Pokémon Go Plus ist ein extra Gerät, das man mit sich treppen muss, das einen dann alarmiert, wenn irgendwas auftaucht. Dass man dann hingehen kann, dann die App startet und dann guckt, was die Sache ist, weil man ja logischerweise das Handy grundsätzlich ja eh braucht, um die Pokémon fangen zu können.
Warum ist das nicht Standard ein Feature? Viele andere Spiele haben auch Notifications, dass man wirklich sagt, hey, deine Energie ist wieder aufgeladen, hey, da ist ein Pokémon. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein und ich finde es da wirklich Frechheit, dass sie damit versuchen, nochmal extra Geld zu machen. Würde man noch sagen, hey, du kriegst irgendwelche Microtransaction-Boni, damit du das Ganze noch dazu irgendwie einen Anreiz gibst, dann vielleicht, aber wirklich ein extra Feature aus dem Spiel rausnehmen, um es dann mit einem extra Device so extra zu verscherben, empfinde ich dann doch als leicht frech. Wir gehen über zur nächsten Nachricht und zwar Telltale fügt mit Batman einen Multiplayer-Modus hinzu. Boah, ein Story-Driven Game mit Multiplayer? Wie ist das denn bitte möglich? Wenn man sich dann den Artikel ein bisschen durchliest, wird man relativ schnell realisieren, dass es mehr oder weniger so Twitch-Integration oder ähnliche Sache ist, dass man eine URL bekommt, die man jemandem anders geben kann und dann kann man das Spiel zusammen durchspielen. Da gibt es Optionen, wie das Voting bei Optionen dann abläuft und mehr ist da wirklich nicht dahinter. Ich fand es wirklich lustig zu sehen, wie, boah, so ganz groß, schöne Ankündigung. Man dachte vielleicht, oh, vielleicht ist es ja tatsächlich möglich, dass der erste Charakter Batman spielt und der andere dann Robin und man so dann halt durch das Spiel durchläuft und Entscheidungen treffen kann und das Ganze dann halt so entschieden wird. Nicht wirklich und ich denke, es ist eine gute Idee, gerade diese Twitch-ähnlichen Sachen mit einzubauen, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Und zu guter Letzt, oh boy, Mitgründer von Epic Games, Tim Sweeney. Denke ich mal, so sein Name, behauptet, dass Microsoft nach und nach Steam mit Windows 10 Patches verschlechtern wird. Wenn man sich diese Aussage anguckt und es gedanklich so ein bisschen weiterschreckt, was theoretisch möglich wäre, dann ist das durchaus eine beängstigende Aussage. Microsoft führt mit Windows immer noch die Betriebssysteme an, Mac und Linux existieren zwar, aber die meisten Leute nutzen das nicht wirklich. Würde man dann auch noch sagen, dass sie versuchen, ihren Windows Store selber zu pushen und würden dann wirklich sagen, hey, wir müssen unsere Konkurrenz so ausschalten, das wäre in der Tat möglich. Dazu haben wir aktuell auch mal so ein bisschen die Sachen mit Windows 10 und den Updates gesehen. Da gibt es ja auch allerhand Geschichten, wie einfach automatische Updates durchgezogen worden sind. Jedoch, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, wenn man sich so die Nachricht anguckt und seine Grundlage sich auch anguckt, und zwar seine Grundlage ist, dass er das Ganze mit Windows DOS verglichen hat und dem Push auf Win32. Das ist steinalt und dann doch etwas extremst heftig hergezogen. Gleichzeitig sehen wir aber auch sowas wie Phil Spencer, der dann halt Interviews gegeben hat, dass sie weiterhin vorhaben, Sachen auf Steam zu publishen und die grundlegende Herangehensweise, dass sie doch mehr daran interessiert sind, einfach ihre Plattform zu behalten, anstatt irgendwas irgendwie zu pushen. Also die grundlegende Idee ist meines Erachtens sehr Tinfoil-lastig und dementsprechend, es wirkt leicht durchgeknallt. Damit kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein möge.